Die Dankbarkeitsbotschafterin. Der Montagsimpuls. Mit Sabine Langenbach. Hallo. Es ist echt blöd und manchmal auch ein bisschen peinlich, aber ich kann mir total schlecht Namen merken. Gesichter von Leuten überhaupt kein Problem, aber dann den passenden Namen dazu aus meinem Gehirnkasten graben, das fällt mir oft schwer. Deswegen bewundere ich die Leute, denen das ganz leicht fällt. Und meinen größten Respekt haben die, die ständig mit neuen Menschen zu tun haben, aber trotzdem genau wissen, mein Gegenüber heißt so oder so. Einer, der das wunderbar konnte, war der Bundespräsident Johannes Rau. Ich habe ihn in den 1990ern kennengelernt, als ich eine Talkrunde moderiert habe, wo er mit zu Gast war. Damals war er übrigens noch NRW-Ministerpräsident. Und was mich total fasziniert hat, war, dass er während des Gesprächs auf der Bühne immer wieder meinen Namen nannte. Das hätte er nicht tun müssen, es ging ja nicht um mich. Aber es hat mir gezeigt, der hört mir zu, der nimmt mich ernst. Und dass ich dieses Detail noch so vielen Jahren weiß, zeigt, wie wichtig es mir ist, beim Namen genannt zu werden. Beim Namen genannt zu werden tut gut, weil es zeigt, du bist nicht einer unter vielen. Du bist kein Nobody, sondern ich höre dir jetzt zu. Ich kenne dich. Das wünschte ich mir für alle Lebenslagen, dass ich immer das Gefühl habe, mit den Leuten, wo ich gerade umgehe, die sehen mich, die kennen mich. Aber das ist ja nicht so. Manchmal bin ich eine unter vielen und manchmal fühle ich mich vielleicht verloren. In solchen Situationen hilft mir das Wissen, dass mein Name an allerwichtigster Stelle hinterlegt ist. Nämlich bei Gott, dem Schöpfer der Welt, dem Vater von Jesus Christus. In der Bibel steht, mein Name ist in Gottes Hand gezeichnet. Unauslöschlich gezeichnet. Man könnte auch sagen, tätowiert. Mein Name in Gottes Hand. Und nichts könnte Gott dazu bringen, meinen Namen irgendwie wegmachen zu lassen. Weil nichts ihn davon abhalten kann, mich zu lieben. Selbst nicht der Punkt, wenn ich ihn gar nicht lieben würde. Ich bin in Gottes Hand gezeichnet. Ich bin Gott vor Augen. Immer. Das hilft mir in schweren Lebenslagen, wenn ich mich alleine fühle. Gott sieht mich. Ich bin in seiner Hand gezeichnet, weil er mich lieb hat. Würde mich freuen, wenn dich dieser Gedanke die Woche über begleitet. Ich sage Tschüss und bis nächsten Montag. Die Dankbarkeitsbotschafterin. Der Montagsimpuls. Mit Sabine Langenbach.